Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Mini-Let's Play von mir, euer Mr. Venom 1974 und von dem großartigen Alpha 87 LP. Hallo! Seid gegrüßt und dir auch natürlich ein Hallöchen. So, wir spielen überraschenderweise, ihr seht das gar nicht, Sailor Moon die Arcade-Fassung. Ich hab's ja mal angedroht und natürlich, weil wir müssen sowieso alle wählen, weil ich gehe gleich sowieso ewig drauf. Spielen wir das einfach mal durch. Also wer die Super Nintendo-Fassung kennt, wird sehen, das basiert alles auf Staffel 1. Und ja, dann prügeln wir uns jetzt halt mal so ein bisschen wie Streets of Rage, Double Dragon und sucht euch was aus, einfach mal so durch. Oh, ein paar Dämonen erkenne ich wieder aus der Serie. Du wirst sie alle wiedererkennen. Also die haben, was ein bisschen nervig ist, die haben nachher ordentlich Gegner recycelt. So wie sie es leider in den damaligen Zeiten gemacht haben. Aber wer soll das sagen? Du hast ja Double Dragon Neon-Erfahrung. Ja, ist ja alles guter Bund, Neon, und das sind alles Gegner. Ich meine, eigentlich ist das Blöde ja an solchen Spielen. Irgendwie denke ich mal, Animationen tauschen die damaligen vier miteinander aus, aber irgendwie ist das mal gleich. Du hast ja auch nur ein paar Angriffsvarianten. Ja, gut, als Arcade sowieso. Also, wir können gleich mal gucken, wer mal die Special Moves zeigen kann. Es gibt nämlich hier so eine Leiste, die sich aufbaut. Da hast du bestimmt eine neue Oberverwandlung. Ach, guck mal, da ist ein Tunnelschläger. Ja. Ja. Zack. Bunny frisst ja gerne, ihr kennt das ja. Usagi immer am Mümmeln. Das sah für mich jetzt aus wie ein Regenbogenkristall. Ja? Du bist da nicht sehr wählerisch. Lass ich den Nerd hier rennen. Regenkristall. So, wir sind schon beim ersten Endgegner. Ach, noch die beiden. Komm, nehmen wir mal den ersten Special Move. Natürlich mit einer Animation. Wir können's ja. Ja. Großartig. Die sind bitter wie die beiden. Und so verliert man übrigens schon das erste Leben. Lässt sich auch gerne elektrisieren. Ja, ja, das ist hier... Achtung, es steht total unter Spannung. Ah, ah. Ja. Oder um großartige YouTube-Helden zu sehen. So, achso, warte mal, jetzt machen wir erstmal. Komm. Nehmen wir mal Amy, komm, nehmen wir mal Merkur, wir gehen sie sowieso gleich alle durch. Und lass extra... mal die Seifenblasen fliegen. Machen wir. Ah, jetzt kommt die Analyse. Du kannst auch gerne übersetzen. Analyse reicht doch. So, das war Level 1. Ich glaube, es gibt, schlag mich, 7 oder 8 Level. Geht eigentlich relativ flott. Deswegen, wir kriegen die auch alle durch, dass wir die mal alle in Aktion sehen. Zumindest auch, wer darauf achtet, teilweise der original japanische Score. Also, ganz. Und da seht ihr übrigens, was ich meine mit Gegner recyceln. Ja, ne? Gibt dem anderen andere Farben und... Das muss nicht so großartig sein. So, komm, machen wir mal hier ein bisschen weg. Komm. Jetzt fehlt irgendwie noch die Dite und die anderen Generäle. Ja, ja, genau. Das kommt auch alles noch. Also, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob sie alle drin haben, aber... Die... Wäre cool, es gab nur vier. Ja, ja. Ist ja meistens so. Plus, die bekloppte Queen hast du nie gesehen. Kann ich irgendwas kaputt machen? Ne, noch nicht. Machen wir nichts kaputt. Ja, natürlich. So gehört sich das doch. Immer ins Kreuz, ne, ist klar. Das war jetzt geil. Also, es gibt auch Griff-Moves. Sollte man möglichst nicht unbedingt machen, weil... desto mehr ihr Abstand haltet, desto besser. Ja, ja, du kannst mich mal. Ja, ja, du mich auch. Und du zweimal mich. Ich könnte jetzt böse ein Bitch slap. Ja, das, ich glaube, das hat aber tatsächlich, glaube ich, irgendeiner auch drauf. Ah, hier, Combo. Ja, und. Ja, natürlich. So, Schluss mit lustig. Ja, die haben aber verschiedene Gegner. Zum Beispiel die Olle mit dem Tennisschläger. Ich glaube, die war
er ist beim zweiten General vorhanden. Ja, das sind also die Viecher, die man so aus der ganzen ersten Staffel kennt. Die haben sie ja einfach recycelt, also. Boah. Boah. Lecker Eis. Komm, machen wir nochmal was. Was kostet die Welt? Da sieht man, dass man auch teilweise wirklich andere Animationen hat. Boah. Tja. So kann das gehen hier. Ach, der Crone Restaurant. Mhm. Gibt's ja noch die Crone Spielhalle. Ich weiß nicht, wo die gleich überall langklatschen, aber die Locations erkennt man auch wieder. Ja, ja, das sind die typischen Locations aus der Serie. Wenn man böse drauf achtet, die haben auch, ganz Tokio besteht da ja auch nur aus zwei Straßen, also. Ja, und das sind fast wie im Anime. Und überall ist der Tokyo Tower dabei, ganz wichtig. Wenn man ganz kreativ ist. Nie so oft wie, glaube ich, in Sailor Moon. Ach, bei X oder so kriegst du den auch alle zwei Minuten. Also so ist ja, das wollte ich gerade sagen. Das fiel mir auch gerade an bei X. Hm. Wo treffen wir uns beim Tokyo Tower? Ja, da treffen sich doch alle Menschen. Hier ist übrigens diese... Kamui und die Bande und auf der anderen Ecke Sailor Moon. Genau. Wo wollt ihr denn hin? Ja, wir müssen in einen anderen Stock. Das ist übrigens das Juweliergeschäft. Also wir sind hier... Ne, ihr seht das? Ist das nicht sogar schon... Ist das nicht Folge 1? Ja. Ah! Glanz der Juwel. Ja, da habe ich doch die völlig falsche Besetzung. Die gab's doch noch gar nicht in Folge 1. Nee. Komm, dann machen wir's auch richtig. Jetzt fehlt dann noch der Krieger der Erde und dann haben wir das. Die Animation passt natürlich auch perfekt. Das ist so geil. Aber das Spiel sieht schon gut aus. Ja. Ohne Frage. Verdammt gut für... Au! Oh, da kommt der Nervsack schon. Ich schaff das auch alleine. Ja, gebe ich. Ohne den Krieger der Erde geht gar nichts. Ja! Ich meine, wenn ich jetzt böse bin, könnte ich jetzt sagen, eigentlich müssen wir Sailor Moon das komplett neu machen, weil ein Planet ist aus unserem System gestrichen worden. Ja, das und das gerade Pluto, das ist ja eine Unverschämtheit, also. So, komm. Dann auch die Älteste in der Gruppe. Dann lassen wir uns doch mal richtig rocken. Ja, mit der guten Ray. Heißblütige. Ja, das, Ja, die hat auch ein hitziges Temperament. Ja, war auch schon, passt aber auch zu unserer, ich meine, du hast es ja schon vorher mal heute erwähnt, zu unserer Quotenheulsuse von Staffel 1, die nach Folge 7 oder 8 einem auch so auf den Sender geht. Ach, Katzin! Hallo! Du guckst dir die falsche an. Ja, dann kann das auch nichts werden als Bösewicht. Ich schnapp mir die! Ich schnapp mir die wegen Kristall Tokio. Ja, aber die haben doch die falsche in der Kugel. Ruhe! Ich find's aber jetzt cool, dass sie darauf geachtet haben, ne? Also, wenn du jetzt mit Ray gezockt hast, oder sprich mit irgendeiner anderen, dann in der Kugel auftaucht. Das finde ich geil. So. Und wichtig, wir sind... Ja, ihr merkt das? Ah, obwohl wir nicht in der Zukunft sind, es regnet auch mal. Das ist auch cool. Behandelt das jetzt nur Staffel 1? Ja. Das heißt, also da ist... Black Lady. Also da kannst du... Nee, das sind diese Fritzen, die gab's ja auch hier, die ganzen Eisstatuen und sowas. Aber eine ganz blöde Frage. Guck mal, ich kenne ja jetzt Games und Sailor Moon, jetzt hier Staffel 1. Ja? Dann hier die Familie des dunklen Mondes, ne? Mhm. Dann klar, Staffel 3, Staffel 4, Staffel 5 als Game habe ich auch mal gesehen. Mhm. Was ich aber nie gesehen habe, ist eine Staffel 2 mit Dale und Anne. Nee, die waren auch, glaube ich, nicht so wahnsinnig rockend, nee. Ja, die sind ja auch nur eingefügt worden, weil die Serie ja schneller war als der Manga. Mhm. Und das ist ja immer in Japan so, erst muss der Manga raus, dann die Serie. So, wie das gehört. Alter, hast du einen Tee oder was? Nee, einen mit dem Schläger. Meine Damen und Herren, häusliche Gewalt, ja, das darf nicht zum Standard werden. Frag mal Tiger Woods. Meinst du,
Ach, du meinst jetzt nicht die Von, die er nicht vermöbelt hat, weil ich glaube, die wird sich wehren können, aber der hat ja schon andere Schwierigkeiten gehabt. Ja, nicht so große Schwierigkeiten wie, jetzt kommt ein alter Klassiker, O.J. Simpson. Ich dachte, du suchst jetzt den Mann von Rihanna. Grüße. Boah! Ja, glaubst du nicht jetzt mit Makoto? Jetzt ist aber mal hier. Die kommt doch gleich auch. So. Na komm, komm. Uah. Aber. Es sind ein paar zu viele. So, komm. Nehmen wir Nummer 4. Dann lassen wir es mal auch wieder knallen. Sieht stark aus mit der Animation, ich find's immer cool. Die Animation ist vollkommen in Ordnung, also da gibt's gar nichts. So. Kommt noch was? Ah, komm. Vor allem, die geht ja auch, das ist ja auch ganz putzig, das passt ja auch vom Charakter, die geht auch schon ein bisschen. Ja, na, ist klar. Ist klar. Ist klar. Der Boris Becker von der Besenkammer hier als Zombie, oder was? Oh. Oh. Ja! So, komm, gib mir mal Kuchen. Obwohl wir wissen, der Kuchen ist eine Lüge. Ja. Ich meine, backen tut sie ja selbst. Richtig. Ein wichtiges Plus. Das haben wir gerade schon. Ja. So, weg. So, wen haben wir denn jetzt Schönes? Ach nee, geht noch weiter. Wo war denn mal irgend so ein... Was ist das denn mal so ein... Müllhaufen? Müllhalde? Sagt mir jetzt noch nichts, aber... Achso, das ist aus der dritten Staffel eigentlich, die Schlacht in der Müllhalde. Fällt mir gerade ein. Naja gut, die haben ja viele Backgrounds auch recycelt, das darf man nicht vergessen. Oh, komm. Ah, hier. Genauso wie ich, so würde ich halt auch machen. So, haben wir weg. Ja, du kannst mich auch mal, vielleicht zweimal. Und auch im Mondschein. Oder im Mondlicht. Flieg und Sieg. Genau. So, aber ein bisschen hier aufräumen. An Gegnern mangelt es uns ja nicht. Ja, ist klar. Ist klar. So bitter, ey. Na komm, Zeit für die letzte im Bunde. Sailor V. Natürlich. Entschuldigung, Sailor Venus. Ja, ich weiß nicht, ob sie auch mit... Ich weiß, in irgendeinem Game gab es sie auch mit Alternativ-Outfit, damit es dann auch passt. Achso. Ich glaube, ihr eigenes Spiel hat sie auch, ne? Bei Sailor V. Ey, sag mal, hast du einen am D? Also, das ist nicht die andere... Kann ich den nehmen? Kann ich den mit dem Kopf werfen? Nö. Und witzig fand, sie hat ihr eigenes Opening-Theme, ne? Die gute Sailor V. Jo? Ja, die hat ihr eigenes Opening-Theme. Der ist ja eigentlich auch der wahre Star. War ja schließlich die erste. Ja, klar. Im guten England. Oh, oh. Ah, die. Okay. Die kann ich mich nie mehr erinnern, wenn ich ehrlich bin. Die Heulsuse aus dem Fernsehturm. Ach, aus dem Fernsehturm, aus dem Fernsehsender. Ah! Stimmt, das war diese Love Story, Vampir, hast du nicht. Richtig. Ah, ja gut. Alter. Bevor jetzt einer schreibt, boah, der Alpha, ey, merkt, dass ich das vor 20 Jahren... Nein, das habe ich erst vor kurzem auf Viva gesehen. Viva erkennt man daran an den Jamba-Klingelton-Werbungen. Manchmal läuft da auch Animes und teilweise manchmal auch Musik. Ganz, ganz selten manchmal. Und Game One. Auch ganz, ganz selten. Meistens läuft da eigentlich immer eine Werbung für den Nacktscanner. Liebt sie ihn oder liebt sie ihn nicht? Schreibe deinen Namen rein. Beim Love-Scanner von 500 Euro. Pro SMS.
Ich warte noch auf den, welcher Sailor Moon Charakter bist du? ich glaub so, damals als das Top-In war, gab's das bestimmt. Ja, weil von Ruffy und so und von Conan lief das ja mal, jetzt muss es eigentlich nochmal von Sailor Moon jetzt laufen. Wir machen mal Folgendes, wir machen hier einen kleinen Mini-Cut, wir sehen uns aber gleich sofort in Folge 2 wieder. Bis dahin. Da hört die Folge mitten auf dem Schrottplatz auf. Ob diese Folge Schrott war, könnt ihr nun in den Kommentaren bewerten und euch komplett auslassen über das, was da passiert ist mit Usagi bzw. Bunny und ihren Freundinnen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, bald gibt's Folge 2. Wenn ihr sonst wissen wollt, was auf deinem Kanal abgeht, dann drückt doch einfach den Abo-Button. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und bin jetzt raus.